Salzburgs Wälder sind intakt und klimafit für die Zukunft. Das war nicht immer so. Der Schutz des Waldes lässt sich auf das Jahr 1524 zurückverfolgen. Vor 500 Jahren wurde unter Fürsterzbischof Matthäus Lang eine umfassende Waldverordnung für Salzburg erlassen. Diese Regelungen hatten vordergründig zum Ziel, die Waldrodungen durch die wachsende Bevölkerung zu bremsen und die Holzversorgung für die Salinen und den Bergbau als Haupteinnahmequelle des Fürsterzbischofs zu sichern. Von Nachhaltigkeit in Salzburgs Wäldern kann erstmals im Jahre 1848 gesprochen werden, als Bauern Eigentum bekamen und somit sorgsam mit der Ressource Wald für sich und ihre Erben umgingen. Und mit dem Forstgesetz 1975 war es ein großer Schritt insofern, weil man diese Nachhaltigkeit nicht nur auf die Holzproduktion definiert hat, sondern auf alle anderen Bereiche, wo der Wald Leistungen für die Menschen erbringt. Nämlich die Erholung, das saubere Wasser, die saubere Luft und insbesondere auch im Alpenland Salzburg der Schutz vor Naturgefahren. Waren es vor 500 Jahren die Sodpfannen der Erzbischöfe, die den Wald in arge Bedrängnis brachten, sind es heute für Waldbesitzer neue Vorschriften aus Brüssel. Im Rahmen des Green Deal der Europäischen Kommission wurden zahlreiche umweltrelevante Regelungen auf den Weg gebracht und beschlossen. Unter anderem die Entwaldungsverordnung und das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Regelungen der EU, die pauschal eine Waldbewirtschaftung in ganz Europa regeln wollen, sind zum Scheitern verurteilt. Der Wald selbst, aber auch die Waldbesitzer in Österreich, Skandinavien, Griechenland oder Spanien sind nicht vergleichbar, so Rudolf Rosenstatter, Obmann von ProHolz Salzburg und vom Waldverband Österreich. Weil der Wald unterschiedlich ist. In Griechenland ist mehr der Brand und das Feuer das Thema. Bei uns ist die Forstwirtschaft nachhaltig. Bei uns ist die Lebensraumsicherung dieses Thema. Bei uns ist der Arbeitsplatz dieses Thema beim Rohstoff Holz. Und darum kann man nicht eine Regelung machen. Und weil wir ja auch nicht brauchen. Europa ist für diese Regelung ja nicht gedacht gewesen. Und jetzt auf einmal gibt es etwas, wo wir Schaden haben. Die beiden EU-Verordnungen sehen im Konkreten Folgendes vor. Die EU-Entwaldungsverordnung soll sicherstellen, dass bestimmte Rohstoffe und Erzeugnisse wie Rinder, Kakao, Kaffee, Ölpalme, Soja und auch Holz nur importiert, exportiert oder in der EU in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass deren Produktion keine Entwaldung zugrunde liegt. Das Wiederherstellungsgesetz hat zum Ziel, geschädigte Ökosysteme in Europa wiederherzustellen. Es geht auch darum, mehr Schutzgebiete wie Natura 2000 zu schaffen. Um gewisse Pflanzen und Tierarten zu fördern, sollen 10% unserer Wälder, Wiesen und Weiden bis 2050 Wildgebiete ohne menschliche Aktivitäten werden. Wir sind in der anderen Situation, dass wir immer mehr Wald bekommen. Und deswegen ist das Ganze, was hier gemacht wird, für uns kontraproduktiv. Ein Bürokratiemonster sondergleichen in der Umsetzung, das nicht durchdacht ist und in der Umsetzung nicht machbar ist. Auch die rund 23.000 Arbeitsplätze in Salzburg, die mit Holz eine jährliche Wertschöpfung von mehr als 1,6 Milliarden Euro erbringen, stehen mit den neuen EU-Verordnungen vor großen Herausforderungen. Private Waldbesitzer und Forstunternehmer werden dann zukünftig mehr mit der Bürokratie beschäftigt sein, als mit der Pflege und Ernte des rund 50-prozentigen Waldanteils im gesamten Bundesland. Aber wenn das wirklich schlagend wird, das, was wir heute gehört haben, dann wird es für uns fast nicht mehr möglich sein, normale Waldbewirtschaftung zu treiben. Warum? Schon aus diesem Grund, wo wir jetzt alle einzelnen Bäume mit GPS vermessen sollten, wo der gestanden ist, damit die Lieferkette nachvollzogen werden kann. Es ist eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen fast nicht mehr möglich, weil wir ja derzeit Schutz dran haben, dass wir das Holz kostendeckend ernten. Die EU-Verordnungen prägen auch den heurigen Waldbauerntag. In Österreich wird der Wald jährlich um 3.500 Fußballfelder mehr. Waldbesitzer zeigen kein Verständnis für zusätzliche Nachweise und die Notwendigkeit der GPS-Verordnung. Mit der Unterzeichnung der Salzburger Erklärung setzt Forstminister Norbert Totschnig und die bayerische Staatsministerin Michaela Kalibar ein Zeichen für den Schutz unserer Wälder und die Selbstbestimmung der Waldbewirtschaftung in Österreich und Bayern. Wir kämpfen dafür, dass Forstwirtschaft dort bearbeitet wird, wo sie hingeht, nämlich bei den Mitgliedstaaten. Wir kämpfen dafür, dass bestehende Verordnungen, wie zum Beispiel die Entwaldungsverordnung, dass da eine Revision einsetzt, denn wir sind da mit bürokratischen Herausforderungen konfrontiert, die niemand in Europa versteht. Also da muss man sich andere Dinge überlegen, nicht die europäischen Waldbauern mit Bürokratie zu belasten. Durch diese EU-Regelungen kann laut Waldbesitzer die Sicherheit beim Spaziergang in vielen Wäldern nicht mehr garantiert werden. Denn gefährdende Bäume werden dann nicht mehr aufgearbeitet.